Der sechste Weihnachtstag ist heute. Man müsste so Kirchen bauen, wie in vornehmen Restaurants, wo sich dann ein Tisch hat, der sich drehen kann, wo man alles drehen kann, wie die Leute sitzen. Haben wir hier nicht. Können wir auch nicht bauen. Oder ich wüsste nicht, wie man das baut. Und jetzt sehen Sie, wenn ich Vater wäre, hätte ich das vielleicht besser im Griff, so ein Kind. Ich finde es wichtig, dass wir es jetzt sehen können. Dass wir bewusst werden, ja, er, Christus, ist geboren. So ein Baum will uns helfen. Viele Lichter in der Finsternis. Aber das Licht, der Glanz, kommt von diesem Kind, von diesem Christus. Begehen wir diesen sechsten Weihnachtstag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, damals in Bethlehem geboren, heute wieder hier geboren. Darauf vertrauen wir, das hoffen wir. Hier in Ende, Sankt Urbanus, in unseren Gedanken, in unserem Herzen will er neu wach werden. Er breitet die Hände aus. Hurra, seid mir willkommen. Kommen wir zu ihm, auch mit Irrwegen, auch mit Schuld, mit Finsternis. Kommen wir, bereiten wir uns, dass er uns tatsächlich mit diesen offenen Armen empfangen mag. Wir beten. Allmächtiger und ewiger Gott, in der Menschwerdung deines Sohnes hat alles menschliche Suchen und Streben nach dir seinen Ursprung. Lass uns zu diesem Jesus Christus gehören. In ihm ist das Leben, die Rettung der Menschen begründet. Lass uns mit ihm sein, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass euch durch den Namen Jesu
die so gut vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jungen, dass ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass ihr den Vater erkannt habt. Ich schreibe euch, ihr Väter, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, dass ihr stark seid, dass das Wort Gottes in euch bleibt und dass ihr den Bösen besiegt habt. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und den Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt ewig. Danke sei. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein paar Turteltauben und zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe.
Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Simeon segnete sie und sagte zu Maria: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ist Weihnachten schon vorbei? Die Geschenke sind fein säuberlich weggeräumt, das Geschenkpapier in der blauen Tonne entsorgt, die Kekse sind aufgegessen, der Kühlschrank ist wieder leer. Weihnachten ist vorbei. Alltag ist da. Das war in Bethlehem ähnlich. Die Engel haben sich wieder verzogen, ihr Gesang ist verhallt. Die Hirten sind auf ihre Weide zurückgekehrt, um sich um ihre Schafe zu kümmern. Der Glanz des Wunders ist verblichen. Zurückgeblieben ist eine kleine Familie: Maria und Josef und Jesus. Mittlerweile ist auch für sie der Alltag eingekehrt. Sie müssen sich behördlich melden, damit Kaiser Augustus auch wirklich weiß, wie viele Menschen in seinem Land leben. Dazu die elterlichen Pflichten. Sie müssen sich erst einfinden. Das ist ganz schön kompliziert, ein neugeborenes Kind zu wickeln. Und dann diese Nächte. Kaum sind die beiden eingeschlafen, fängt Jesus an zu schreien. Und immer diese Sorgen. Hat das Kind vielleicht irgendetwas? Bauchschmerzen vielleicht? Oder ist es krank? Und dazu noch kommt noch, dass der Besitzer des Stalls will, dass die junge Familie ihn endlich wieder freiräumt. Weihnachten ist vorbei. Der Alltag ist eingekehrt. Weihnachten ist vorbei, meinen wir. Das meint aber nicht die Bibel. Weihnachten ist Glanz, ist Ruhe, ist Besinnung, ist Frieden, ist Kerzenschein, meinen wir. Aber Weihnachten ist nach der Bibel eigentlich etwas ganz anderes. Weihnachten sagt, dass Gott da ist, mitten im Alltag. In seinem Sohn Jesus Christus teilt er ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöte. Das ist Weihnachten. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen, nicht süßer die Glocken, die klingen. Das ist Menschenwerk, menschliches Weihnachten. Weihnachten ist der Stern,
der mitzieht mitten in den Erfahrungen von Leid und Gewalt, von Flucht und Angst. Nein, Weihnachten ist nicht vorbei. Weihnachten geht jetzt erst richtig los. Gucke mal, ob es Fürbitten gibt. Sieht nicht so aus. Aber Anliegen zu beten gibt es genug. Sei es ein Erdbeben, Kroatien, sei es das Virus der ganzen Erde. Oder vielleicht gibt es Gedanken, die Sie selber haben, aus Ihrer Familie, aus Ihrer Nachbarschaft? Halt mir inne. In der Stille vielleicht besonders, das mehr als sonst, eigene Hoffnungen, Anliegen hineinzubringen in diese Feier. Ja, du kommst in unsere Welt mit unseren Sorgen, uns anzunehmen, zu befreien von Nöten, von Schuld, von Finsternis. Komm du uns entgegen, nimm uns an mit unseren Anliegen, nimm was im Herzen ist. So rufen und bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Thank you.
Herr, unser Gott, du schenkst uns den Frieden, den wir so ersehnen, Tag für Tag. Und du gibst uns die Kraft, ihn anzunehmen, zu gestalten, ja, dir zu dienen. Wir bitten dich, lass uns dich mit unseren Gaben ehren. Lass uns durch die Teilnahme an dieser Feier eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer wieder zu danken durch Jesus Christus, unseren Herrn. Groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung. Er richtet auf, was niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, wir loben und preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du. Alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen. Du hast ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als der Mensch im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen hast du geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter und Erlöser gesandt hast, als die Fülle der Zeit gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, guter Vater,
der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes an Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er nahm auch den Kelch mit Wein, dankte noch einmal, reichte den Kelch und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes, seinen hinabsteigenden Vätern. Wir bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir sein Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir gefällt und der gesamten Welt Heilung bringt. Sieh her auf die Gabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Gib, dass alle, die Anteil erhalten im einen Brot und im einen Kelch, ein Leib werden in Jesus Christus. Eine lebendige Opfergabe zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Franz Josef, Priester, Diakone, Ordensleute, für alle, die Familie sind, besonders für jene, die in diesen Tagen ein Kind erwarten und ein Kind, das geboren wird. Für alle, die hier an diesem Abend versammelt sind, für diese Gemeinde, für das ganze Volk und für alle Menschen, die dich mit ihrem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand besser weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind. Schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit allen Heiligen, mit unseren Namenspatronen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
das eine Kind und wir sind Kinder. Beten wir als Kinder Gottes, beten wir mit den Worten Jesu und dürfen Gott als Vater ansprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und auf den Feldern von Bethlehem, heißt es, haben die Engel den Frieden verkündet. Und es geht weiter, dieser Friede. Jesus sagt, ich hinterlasse euch meinen Frieden. Schau nicht, Herr, auf Streit, Unruhe, Finsternis, Sünden in dieser Welt. Schau auf den Glauben deiner Gemeinde, so schenke uns, wie du es vermagst, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ein Herzumarm geht nicht, aber ein Zulächeln, mit den Augen lächeln, das können wir trotzdem machen. Lamm Gottes. Welch ein Feiertag. Christus gegenwärtig hier am Altar. Dreifach heute. Im Wort, in der Bibel, in der Figur und als Sakrament hier. Er nimmt. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, immer wieder kommst du in unsere Welt, nicht nur nach Bethlehem. Wir danken dir, dass du zu uns kommst, in den Worten der Heiligen Schrift, im Sakrament des Altares. Du kommst zu uns. Wir dürfen dich aufnehmen. Wir danken dir. Und so wird Weihnachten in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Lass uns Weihnachten dich feiern, dich gestalten durch die Art und Weise, wie wir sind und wie wir leben. Dass Weihnachten losgeht. Du Gott mit uns, mitten unter uns. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch auf den Wegen Schritt für Schritt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.